Einen wunderschönen guten Morlock. Mr. Esmer wieder auf einem Holzstuhl. Man muss manchmal bürgerlich bleiben. Also auf einem normalen Bauernholzstuhl. Genau. Muss nicht immer der Chefsessel sein oder irgendetwas zu einkaufen. Wie es der Beutel vielleicht schon verrät oder der Titel sowieso. Die Choco Crossis Crunchy Balls in Vollmilch sind dabei. Dann habe ich Baguette, ist schon gebrochen, macht nichts. Kräuterbaguette von ja. Genauso praktisch dasselbe wie die anderen Baguettes auch. Nur halt günstiger. Dann Knoblauchbaguette. Kräuterknoblauch. Dann einmal Tiroler Bergkäse. Immer wieder zu empfehlen, aber teuer, ja, das ist das Problem. Deswegen nicht so oft. Erlinas Brombeere. Ich habe damals mit dem Honigjoghurt angefangen. Aber mal andere Produkte probieren von ihnen. Die machen auch anderen Joghurt. Dann einmal cremischer Grillkäse. Der ist auch zu empfehlen, wer es so ein bisschen cremig schon mag. Es gibt dann noch den bröckelischen, so den trockeneren. Dann einmal Cremesteiner. Was ich sehr gerne nebenbei mit trinke, mal noch ein Gräfensteiner. Ein Saft. Ein Orangensaft. Grüße gehen raus nach München. Ne, nicht beim Orangensaft. Das war wild in München, aber ihr habt es ja schon gesehen. Da hätte man das sicherlich gebrauchen können. Wozu? Keine Ahnung. War nur so spontan. Ja, ich brauche es mal wieder zum Aufwaschen. Ist das sehr praktisch, mal wieder eine neue Bürste. Da kann man Dinge, wo man nicht so gut hinkommt, reinigen. Dann mal wieder auf jeden Fall Olivenbrot. Die Ciabatta königliche Olive. Olivenbrot. Das ist ganz gut. Olivenbrot. Und eine für 1,63, ja, mit Schokolade überzogene Banane. Man kann es überteuert sehen. Mr. Eos hatte aber gerade Appetit drauf. Wofür gehe ich arbeiten? Für solche Bananen, genau für solche Schokobananen gehe ich arbeiten. Nichts anderes. So. Vielleicht auch noch für das Mett hier. Schinken, Zwiebelmett. Mache ich manchmal so auf die Schnitte. Spontan. Die Arbeit. Wenn man keinen Bock hat, so schnell was zu machen. Dann habe ich noch mal Innocent Saft. Ich glaube, der ist mit Fruchtfleisch. Da gibt es noch die blaue Deckelversion ohne Fruchtfleisch. Dann mal eine Kartoffel, ein Kartoffeltopf. Kartoffeltopf. Wenn man nicht Bock hat, in den Wald zu gehen, holt man sich die Pilze her. Apropos Pilz, ja, da habe ich schon mal Steinpilze entdeckt. Die hatten sonst auch Steinpilze da, aber die von Waldkauz kenne ich noch nicht. Und Waldkauz ist eine Firma, oh, Lausitz, okay. Lausitzer Früchteverarbeitungs GmbH. Hat zwar nichts mit Früchten zu tun, aber okay. Ins Soland an der Spree, okay. Lausitzer Steinpilze. So, mal Instant-Nudeln, die gibt es zum Glück wieder. Instant-Nudeln. Einmal Blätterkrokant. Ist zwar was Weihnachtliches, aber vielleicht hebe ich es auf und verschenke es oder ich esse es sofort. Ich esse gerne Blätterkrokant, aber er bleibt sehr fies zwischen den Zähnen hängen, ihr kennt das. Nochmal Cremesteiner aus Reserve. Babybel. Geht immer. Einmal Halloween-Bier. Es ist zwar, glaube ich, noch nicht Halloween, aber es kommt, aber ich kann es ja schon eher feiern. Eine LED-Stirnlampe. Wofür werdet ihr noch sehen? Da verrate ich noch nichts. Ja, ein Halloween-Schminkset.
da verrate ich auch noch nichts. Kann man viel machen. Ich bin mal gespannt, was ich für einen Touch mir aneigne. Ich hoffe, er ist wirklich abwaschbar, was hier steht. Denn ich möchte da nicht so auf der Arbeit rumrennen. Das wäre ein bisschen peinlich. Ich meine, er macht seine Arbeit. Er sieht sehr mysteriös aus, aber macht seine Arbeit. Er ist geschminkt. Er kriegt seine Farbe nicht vom Face. Aber er macht seine Arbeit. Die Arbeitskollegen haben Spaß, aber er macht seine Arbeit. Aber er sieht äußerst bunt aus. Der bunte Arbeitskollege. Kennt ihr bestimmt auch. Jeder von euch hätte mal Farbe oder irgendwas nicht abbekommen. Seien wir mal ehrlich. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe vor, nicht mich ernsthaft zu schminken. Das habe ich zwar schon mal erwähnt, aber so ein Halloween-Ding mache ich gerne mal mit. So, das war's erstmal. Ich bin erstmal raus aus diesem Video. Natürlich bin ich jetzt in dem Video gefangen. In diesem, ich komme da nicht raus. Von A bis Z kann ich mich hin und her bewegen. Wenn ich in dem Video leben würde, hätte ich die Möglichkeiten, die ihr seht. Und ich denke mal, die reichen aus, alt zu werden. Wir müssen bedenken, in dem Video kann man zurückgehen und die Getränke nochmal trinken. Das ist der Clou. Wenn du in dem Video gefangen wärst, kannst du halt auch die Zeit verändern. Wenn du dein Bier ausgetrunken hast, gehst du zurück und hast ein neues. Allerdings, ob man dann noch betrunken ist, ob das auch rückgängig wirkt, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann man alles kombinieren in dem Video, das wäre ideal. Auf zur Banane. Guten Morgen.